Hallo Leute, heute wird's richtig nass. Nicht nur, weil es in Strömen regnet, sondern weil das Tier, um das es heute geht, auch im Wasser lebt. Zum Beispiel in so einem wunderschönen Teich wie dem hier hinter mir. Manchmal findet man das Tier allerdings auch in so einem Glasgefäß hier. Ihr wisst jetzt bestimmt schon, um welches Tier es sich handelt, aber vorsichtshalber gebe ich euch noch einen Tipp. Das war doch mal ein cooler Fernsehtrick, oder? Und natürlich der ultimative Tipp für euch, um welches Tier es heute geht. Es ist ganz offensichtlich, es geht um den Goldfisch. Ob der sich allerdings wirklich wohl in so einem kleinen Glas fühlt, das will mir heute der Peter sagen. Der ist nicht nur Goldfischzüchter, sondern auch ein riesen Goldfisch-Fan. Dem greife ich heute unter die Arme, aber vorher gibt's für euch die Quizfrage. Was fressen Goldfische? Ist es Antwort A? Sie sind Allesfresser? Oder ist es Antwort B? Sie sind Vegetarier, fressen also nur Pflanzen. Die Auflösung gibt's wie immer am Ende der Sendung. Hallo Peter! Hallo Anna! Oh, cool, hier sind ja schon ganz viele. Schaut mal, wie toll die aussehen. Das sind ja richtig schöne Goldfische. Cool, warum sind denn die in so einem blauen Becken? Züchtest du die hier? Nein, hier werden die nur sortiert nach Farbe und nach Größe. Aber sag mal, auf den ersten Blick fällt mir gleich mal auf, dass die ganz unterschiedlich aussehen. Wir haben ja ganz viele Farben. Wir haben Orange, wir haben welche Schwarz-Orange, Weiß-Orange. Da drüben ist ein ganz dunkler. Hier sind ganz viele, die nur orangefarben sind. Warum sehen die denn so unterschiedlich aus? Sind das nicht alles Goldfische? Doch, eigentlich sind das alles Goldfische. Nur man hat aus den ursprünglich roten Goldfischen verschiedene Farben rausgezüchtet. Okay, wie viele Goldfische hast du denn hier? Das sind ja wahnsinnig viele. Also hier habe ich jetzt mal ein paar hundert. Insgesamt habe ich vielleicht, ich habe sie eigentlich noch nicht gezählt. Weißt du was, dann zählen wir sie doch einfach mal und für euch gibt es so lange ein paar tolle Infos. Der Goldfisch gehört zur großen Familie der Karpfenfische. Davon gibt es über 4000 Arten auf der ganzen Welt. Eine davon ist die Silberkarausche. Sie stammt aus Asien. Aus ihr hat sich auch vor langer Zeit der Goldfisch entwickelt. Das weiß man deshalb, weil Silberkarausche und Goldfisch eine Gemeinsamkeit haben. Sie haben keine Hautfäden am Maul. Andere Karpfenfische haben die nämlich. Die Hautfäden heißen Barteln. Mit ihnen tasten die Fische den Boden nach Futter ab. Und weil der Goldfisch keine Barteln hat, erkundet er alles mit seinem Maul. Die Geschichte des Goldfisches beginnt in China vor über 1000 Jahren. Der damalige Kaiser Koa Zung entdeckt zufällig einen dieser goldenen Fische in einem Teich und ist begeistert von seiner Schönheit. Deshalb verbietet er seinem Volk, Goldfische zu fangen und zu essen. Bald darauf wird es beim chinesischen Adel Mode, Goldfische zu züchten und in Gartenteichen zu halten. Vor ungefähr 400 Jahren bringen ihn deutsche Forschungsreisende von China nach Europa, wo er ganz schnell der Lieblingsfisch vieler Teichbesitzer wird. 2384, ich glaube, den habe ich schon mal gezählt. Oh, da habe ich mich schon wieder verzählt, Peter. Ich glaube, zählen kann man die nicht. Ja, das ist wirklich unmöglich, diese Fische hier zu zählen. Aber es sind auf jeden Fall viele. Ich weiß nicht, wie viele ich habe, aber ich weiß, welche ich habe. Die kann ich dir gerne zeigen. Ja, super. Schau mal, hier ist der gemeine Goldfisch, der einfache Goldfisch. Der gemeine Goldfisch, das hört sich immer so an. Es ist der einfache Goldfisch, so nennt man ihn. Genau. Weil das so die ursprünglichste Goldfischform ist, oder warum nennt man ihn so? Richtig, richtig. Peter ist ein professioneller Goldfischzüchter und da muss er das ja wissen. Auch wieso er so heißt, Goldfisch. Seine Schuppen haben einen rötlich-bronzenen Farbton. Je nachdem, wie das Licht auf seine Haut fällt, sieht das Ganze sogar wie richtiges Gold aus. Und das ist ein Shobunkin. So wird dieser gefleckte Goldfisch genannt. Er wurde früher hauptsächlich in Japan gezüchtet. Und je bunter er ist, desto wertvoller ist er. Ein Goldfisch, der sehr beliebt ist, ist der Schleierschwanz. Aber nicht die Farbe ist das Besondere an ihm, es ist seine dreiteilige Schwanzflosse.
Dieser gefleckte Schleierschwanz hat eine besonders schöne fächerförmige Schwanzflosse und die wiegt im Wasser hin und her wie ein Schleier im Wind. Dieser dunkle Fisch ist auch ein Goldfisch, ein Junger. Nach dem Schlüpfen sind sie zunächst braun. Einige bleiben nur ein halbes Jahr dunkel, andere ein ganzes Jahr. Je nachdem, wie viel Sonne sie abbekommen und wie schnell sie wachsen. Doch irgendwann verschwindet bei jedem Goldfisch die braune Färbung und die goldene kommt zum Vorschein. Boah, also das ist jetzt dein Teich, wo deine Goldfische leben. Das ist mein privater Teich. Sehr schön ist der, da haben sie ja auch viel Platz. Richtig. Was ich mich ja immer frage, man kennt dieses Bild von diesem einsamen Goldfisch, der in dem kleinen Goldfischglas da rumschwimmt. Ist das denn artgerecht? Kann man das wirklich machen? Nee, das geht gar nicht. Also ein Goldfisch, der wird ja 20 cm groß, der braucht auf jeden Fall viel mehr Platz. Alles klar, also weg mit diesem Goldfischglas. Her mit dem Zollstock. Ich will sehen, wie groß Peters Teich ist. Ungefähr 3,50 Meter lang und 2 Meter breit. Und über 80 cm tief. Eine perfekte Größe für Peters 10 Privatgoldfische. Sag mal, aber wie ist denn das jetzt, wenn man keinen großen Garten zu Hause hat, also auch keinen Teich? Kann man sich dann trotzdem Goldfische halten? Ja, das ist kein Problem. Da kannst du ein schönes Aquarium bauen. Hast du eins? Ja, können wir uns mal ansehen. Super. Boah, Peter, das ist aber auch ein Sauwetter heute, oder? Angenehm ist das ja nicht. Aber die Goldfische stört's nicht, denn die sind ja eh schon nass. Die sind zufrieden. Wie groß sollte denn so ein Aquarium sein? Das hier sieht ja riesig aus. Ich sag mal, wenn man so 5 bis 10 Fische hat, 60 mal 60 cm und 1 Meter lang oder 1,20 Meter. Genau die richtige Größe für mehrere Goldfische, die sich viel bewegen wollen. Der Boden sollte mit Kies bedeckt sein, damit die Goldis gründeln können. Sie tasten dabei mit ihrem Maul den Boden ab, auf der Suche nach etwas Essbarem. Wasserpflanzen sind ein Muss. Darin können sie sich wunderbar verstecken und rumknabbern. Damit sie sich auch sonst wohlfühlen und gesund bleiben, müssen Pumpen und Filter das Wasser sauber halten. Alle paar Wochen sollte ein Teil des Wassers im Aquarium gegen Frisches ausgetauscht werden. Muss ich denn bei der Teichhaltung noch irgendwas Spezielles beachten? Muss ich zum Beispiel immer mal wieder das Wasser wechseln oder so? Nee, das braucht man beim Teich nicht. Wichtig ist, dass man immer wenig füttert, damit die Wasserqualität erhalten bleibt. Logisch. Je weniger man füttert, desto weniger gibt es auch Kacke im Wasser. Die Goldfische haben ja kein Klo. Wenig Futter, viele Pflanzen und ein Filter reichen aus, dass das Teichwasser sauber und klar bleibt. Was passiert denn eigentlich im Winter? Da friert ja das Wasser zu. Wie findet der Goldfisch das denn? Das ist jetzt nicht das Problem. Das kann ruhig zufrieren. Unten bleibt das Wasser auf 4 Grad etwa. Und dann wartet er praktisch, bis es früher kommt. Wenn man ihn auf dem Grund des Teiches nicht stört, ist der Goldfisch richtig winterfest. Du hast ja vorhin gesagt, nicht zu viel füttern. Da frage ich mich natürlich, was frisst denn so ein Goldfisch überhaupt? Ich zeig's dir beim Aquarium. Ich habe ja mal gehört, dass Goldfische tatsächlich Salat fressen. Peter, stimmt das? Ja, die fressen gerne Salat. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich probiere es gleich mal aus. Ja, muss man ein bisschen klein rupfen. Na, da kommt einer. Aber der interessiert sich nicht für den Salat. So ein Salat, der schmeckt ja auch ohne Dressing nach nichts. Gibt's nicht irgendwas anderes, was den gut schmeckt? Ich hab noch leckere Bachflohkrebse. Guck mal. Aha, okay. Oh, die. Boah. Die riechen aber nicht so angenehm. Schauen wir mal, ob die besser ankommen. Die kleinen Krebse bringen's. Ah, jetzt scheint ihm der Salat doch zu schmecken. Vielleicht in Kombination mit den Krebsen, könnte ich mir vorstellen. Was hast du noch im Angebot? Ich habe noch Pellets mit Flocken. Die Flocken und Kügelchen sind aus gepresstem Getreide. Und die kommen gut an. Kann es eigentlich auch passieren, dass Fische dick werden? Auf jeden Fall, wenn man sie zu viel füttert. Man muss ein bisschen auf die Linie achten bei den Fischen. Das heißt, sie haben jetzt Salat gefressen, sie haben Krebse gefressen, sie haben Getreide gefressen. Hm,
Wer gut aufpasst, kann vielleicht die Quizfrage lösen. Tja, ihr könnt euch natürlich vorstellen, wenn man gern ein Tier möchte, mit dem man kuscheln kann, dann ist der Goldfisch vielleicht nicht das Haustier Nummer 1, oder? Aber hallo, mit denen kann man ganz besonders gut kuscheln. Komm mal gucken. Cool! Ja, Peter, und wie kann ich jetzt mit denen kuscheln? Ich setze mich jetzt da rein und dann geht's los, oder wie? Ja, ich zeig dir das mal. Man muss ja einfach immer wieder füttern und dann werden sie immer zahmer. Teilweise kommen sie auch auf der Hand drauf, so halb aus dem Wasser raus. Das muss ich jetzt auch gleich mal probieren. Aber und dann so glitschig der Fisch und man kann sie tatsächlich streicheln, wenn sie da so durchschwimmen. Das kitzelt so. Und wenn ihr euch Goldfische anschaffen wollt, dann geht zu einem guten Züchter oder in eine gute Tierhandlung. Da gibt's die schon für 2 bis 10 Euro, je nach Größe oder Färbung und Zuchtform. Das Futter ist sehr günstig. Für 10 Goldfische braucht man 2 bis 3 Euro im Monat. Teurer ist ein Aquarium. Mit allem Drum und Dran muss man zwischen 300 und 500 Euro ausgeben. Ein Gartenteich komplett ausgestattet kann zwischen 500 und 1000 Euro kosten. Dafür hat man kaum Tierarztkosten. Goldfische sind sehr robust. Wenn man darauf achtet, dass das Wasser sauber ist, bleiben sie auch gesund. Und jetzt noch mal alle Infos zu den Goldfischen. Die gibt's auch im Internet. Wie viel Platz brauchen Goldfische? Goldfische brauchen entweder einen Teich oder ein sehr großes Aquarium. Sie sind lebhaft und schwimmen gerne herum. Wie pflegt und hält man Goldfische? Goldfische sind robust und anspruchslos und können das ganze Jahr über im Teich gehalten werden. Aber sie brauchen sauberes Wasser, um gesund zu bleiben. Was fressen Goldfische? Goldfische lieben Grünpflanzen, kleine Larven, aber auch handelsübliches Fischfutter. Man muss aufpassen, dass man sie nicht überfüttert. Kuscheln Goldfische gern? Wenn man sie regelmäßig füttert, werden sie sehr zutraulich, dann kann man sie sogar streicheln. Was kosten Goldfische? Ein kleiner Goldfisch kostet ca. 2 Euro. Die Anschaffungskosten für Aquarium oder Teich liegen zwischen 300 und 1000 Euro. Jetzt darf ich noch einen Fisch für Peters Privatteich aussuchen. Und als Andenken an diesen Tag bekommt er auch meinen Namen, Anna. Aber bevor Anna in den Teich kommt, müssen wir die Quizfrage auflösen. Was fressen Goldfische? A. Sie sind Allesfresser. Oder Antwort B. Sie sind Vegetarier, fressen also nur Pflanzen. Antwort A ist richtig. Der Goldfisch ist ein Allesfresser. So, nachdem das geklärt ist, kommt Anna endlich in ihr neues Zuhause. Schwimmen, kleine Anna. Toll, oder? Anna ist jetzt in ihrem Teich, mitten im Wasser. Und ich gehe jetzt, glaube ich, mal ins Trockene. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Servus!